schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Lanz Koch am späten Freitagabend hier im ZDF. Muttis Lieblingsgericht ist heute unser Thema. Schönes Motto. Ich frage mich allerdings, warum Johann Lafer dafür dann einen Lockenstab mitgebracht hat. Wir werden es klären und begrüßen Sie zunächst mal ganz herzlich. Hier sind Sarah Wiener, Johann Lafer, Andreas Müller, Steffen Lenzner und Alfons Schubeck. Servus, guten Abend. Moin, grüß dich. Moin, moin. Moin, moin. Alfons. Servus, grüß dich. Dann mal wieder Blockkippe. Ja, unbedingt. Johann. Freue mich sehr. Freue mich auch. Servus. Das ist eine Begrüßung. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Dankeschön. 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 Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum Sie so ausrasten. Weil Sarah Wiener wieder da ist oder weil Johann Lafer seinen Lockenstab mitgebracht hat? Wir werden das jetzt mal rausfinden. Johann. Bitte. So, genau. Was ist bitte das? Das ist eine Form, die man braucht, um spezielle Krapfen herzustellen. Man hat früher in meiner Heimat Steiermark, wo ich aufgewachsen bin, eine Süßspeise gemacht. Die macht man immer noch, die heißen Spagatkrapfen. Und zwar, man hat Folgendes gemacht. Man hat ein Stück Holz genommen und hat um das Holz einen Teig, kann man vielleicht mal zeigen, ja. Das wäre jetzt ein Stück Holz. Können wir das hier mal einfangen? Lass das mal hier alles so liegen, Johann. So, genau. Einmal groß einfangen. Hier sieht es, finde ich, aus wirklich wie bei Obi, ne? Wie im Baumarkt. Warum? Original. Ja, schau das mal an. Spagat hier dabei. Das sind Voraussetzungen für eine gute Küche. Ist gutes Handwerkzeug. Ja. Ja, ist wirklich so. So, Wahnsinn. Dann, man hat früher um ein Röllchen hat man einfach einen Teig so halb rumgewickelt, ja. Und hat ihn dann den Teig quasi. So, kannst du dafür deinen Zettel nehmen nächstes Mal? Du weißt doch alles. So. Ja. Und dann hat man das Ganze mit einem Spagat umwickelt. Ja. Und daher der Ausdruck Spagatkrapfen. Ja. So, und da das sehr aufwendig und sehr mühevoll ist, jeden einzelnen Teig so zu wickeln, hat man dann auch, dort ist okay. Etwas Modernität eingekehrt, ja. Eine sogenannte Spagatkrapfenzange entwickelt. Man hat hier vorne das Rohr, hier kommt die Teigplatte rein, dann drückt man das so zusammen und dann wird diese Teigplatte im heißen, schwimmenden Fett ausgebacken. Mhm. Ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht. Ja, ich habe welche da, schau her. Du hast da schon mal was vorbereitet, genau. Aber wir sehen und das gleich noch. Pass auf, genau, ich mache das richtig, aber dann hast du hier solche Krapfen. Guck mal hier. Das sind Spagatkrapfen. Oh. Ja. Schau mal, darf ich dir mal mitnehmen? Ja, gerne. Du kannst auch welche zum Probieren gehen. Ja, wollte ich gerade sagen. So, und die werden dann gefüllt mit Himbeersorbet und überbacken mit einer Baiser-Masse. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Schauen Sie mal. Und weil heute doch unser Motto ist Muttis Lieblingsgericht, darf ich mal kurz dazwischen. Sie verzeihen mir, wenn ich das so sage, aber ich finde, Sie sehen genauso aus, wie man sich so eine liebe Mama vorstellt. Oh, wollen Sie mal kosten? Oh ja, danke. Ja? Wo kommen Sie her? Friseute. Woher? Aus Friseute. Friseute, wo ist das? Nähe Zwischenahn, Kloppenburg, Bad Zwischenahn. Ah, aus der Kante. Ja, aus Essen Sie jetzt erstmal. Ja? Lassen Sie sich schmecken. Danke. Mikro weg hier. Johann, sind das Schaumwollen? Nee, kann ich schon wollen. Das ist so ein Mürbchen. Ja. Lecker. Aber totale Ekstase ist das noch nicht. Nein, da gehört ja noch was rein. Ja, da haben Sie recht. Aber gehören Sie beide zusammen? Wir gehören zusammen, oh, ja. Wie lange sind Sie denn schon zusammen, so in der Kombination? Ja, schon über 40 Jahre. Ja? Mhm. Und Sie auch mal probieren? Ja, ich probiere auch mal. Schön süß, ne? Schön süß, ja. Ja. Und Ihre Frau finden Sie auch immer noch schön süß? Nach wie vor. Das finde ich gut. Das freut mich sehr. Schön, dass Sie beide da sind. Ich hau mir jetzt auch mal so ein Ding rein und dann schauen wir, wie es dann mit dem Himbeersorbet drin schmeckt. Also, danke schön. Markus, man soll eigentlich nicht Dinge servieren, bevor sie fertig sind. Du bist ja der Meister der Patisserie, ne? Ja, ich meine, das ist das, was ich sehr gerne mache, aber zum guten Essen gehören auch noch andere Dinge, nicht nur Süßspeisen. Darüber reden wir gleich noch. Johann Lafer, meine Damen und Herren. Und jetzt freuen wir uns sehr über den Besuch aus München. Alfons Schubeck ist hier bei uns. So ein bisschen trocken hier doch.
Ja, die Herrschaften da vorne kauen auch, ne? Auf dem Ding. Ist ein bisschen trocken, ne? Ja, müssen Sie nachspülen? Kommt, dann rufen wir jetzt mal an der Stelle nach 5 Minuten 30 schon mal ein kleines Piccolöchen ab, oder? Ja. Wären Sie damit einverstanden? Gut. Mhm. Also, Alfons Schubeck macht uns heute Spargelsuppe Suppe mit Vanille, gebratenen Morcheln und Saibling. Thema heute, Alfons, bevor wir gleich über das Essen reden, Muttis Lieblingsgericht. Ja. Deine Mutter ist schon seit längerer Zeit leider nicht mehr unter uns, aber dennoch, glaube ich, hat sie dir eine Menge mitgegeben, so für dein Leben. Was würdest du sagen, was war denn die wichtigste Charaktereigenschaft deiner Mutter? Also meine Mutter, wenn was gesagt hat, dann konntest du aus einem Satz 20 machen. Und das hat die einmal gesagt, und wenn du es nicht kapiert hast, dann hat es gestappt. Also dann... Also, ja. Also es gibt ja Leute, die haben die Gabe, dir was zu sagen, das kannst du merken. Und es gibt Menschen, die haben die Gabe, die erzählen dir 3 Stunden was und du weißt nicht, um was es gegangen ist. Ja? Das ist bei Vorträgen oft so. Da trägt einer vorne, also sagst du zu dem, was hat er jetzt überhaupt gesagt? Mhm. Und der andere sagt einen Satz und du gehst raus und denkst dir, zieh fix nochmal. Das muss ich mir jetzt überlegen. Also da gibt es viel noch aufzuarbeiten. Und deine Mutter war so jemand? Ja, die war halt so, die war ganz geradlinig. Die hat gesagt, schau die Leute immer an, mit denen du sprichst. Ja, und sag in der Früh guten Morgen, weil das kostet nichts. Und das mache ich heute noch, wenn ich übers Platzl laufe in München. Dann sage ich zu jedem guten Morgen, weil du weißt, erstens weiß nicht, wer er ist. Ja. Und zum Zweiten kommst du irgendwann mal mit jemandem ins Gespräch, wo du nie hinkommst. Und normal geht es, also du gehst vorbei, der schaut rechts, der schaut links. Ja. Warum denn? Ja, warum denn? Und in dem Zusammenhang gerne der Hinweis, dass es diese wunderbare Mutter war, die dich vor ziemlich genau 60 Jahren zur Welt gebracht hat. Denn vor genau 6 Tagen, Alfons, hattest du Geburtstag. 60. Geburtstag. Wie ist es denn so mit 60? So, ich denke darüber gar nicht nach, weil es ist für viele Menschen oft der Abschied aus dem Berufsleben. Bei mir geht es jetzt richtig los. Ja. Und da gibt es ja so Schlaumeier, die sagen, wenn du mal 50 bist oder 60 bist, dann hast du nicht alles zusammen, alles im Trocknen, dann wird es nie mehr was. Also die muss ich leider Lügen strafen. Ich finde, jedes Alter ist hochinteressant und in jedem Alter kannst du nochmal richtig Gas geben. Und wenn man hinten raus Gas gibt, kann man viel dosierter die Dinge angehen. Man muss nicht mehr 200 Meter laufen, man läuft vielleicht 3 Meter, dann erreichst du das Gleiche. Und es macht noch richtig Spaß, auch wenn man richtig fit ist. Und jeder Mensch hat ja die Möglichkeit, sich in jedem Alter fit zu halten. Das beginnt natürlich bei gutem Essen und was die meisten machen sollten. Deswegen sind wir ja alle ein bisschen dicker, wäre die Bewegung. Ja, nicht nur die körperliche, sondern Herr Hensler, Ingwertee, aber Herr Hensler, auch die geistige Bewegung wäre wichtig. Ja. Bruder, danke, 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 Herr Schubeck. Um 1 Uhr nachts gehen wir trainieren und das macht mir richtig Spaß. Also, körperliche, geistige und auch kulinarische Beweglichkeit, Alfons. Spargelsuppe mit Vanille finde ich schon mal sehr exotisch. Nein, das finde ich nicht. Nee, weil, Spargelsuppe ist, also die Spargel, aus den Schalen macht man wunderbar die Suppe. Mhm. Die meisten schmeißen die weg. Da muss man nur aufpassen, dass man es nicht länger wie 10, 15 Minuten ziehen lässt, weil sonst wird er bitter. So, damit 10, 15 Minuten? Ziehen lassen, okay. In einer Gemüsebrühe. Ja. So, das habe ich jetzt gemacht, habe ihn dann rausgenommen und habe zum Beispiel diese Vanilleschote für 3 Minuten mitlaufen lassen. Dann hole ich sie wieder raus, mache sie sauber, stecke sie ins Salz und habe wieder Vanillesalz. Dann kriegt sie der Hensler. 30 der Hensler, ja, der Hensler sowieso. Ja, weiß. Das ist Schubeck. Die Sendung ist erst 10 Minuten alt. Ja, Viertelstunde habe ich schon das gemacht, wieder alles fertig. Was ist fertig? Vor der Sendung hast du hier schon die Spargel schälen. Vor der Sendung habe ich mich hier 3/4 Stunde unterhalten und habe zu dir gesagt, benimm dich das mal anständig. Ja, ja. Aber du siehst, ich habe wieder nicht zugehört. Ja. Also, dann habe ich die Spargelschalen, habe ich da genommen, dann habe ich den Spargel hier ein bisschen, den tue ich jetzt ein bisschen blanchieren da. Ja. Dann passiere ich das ab, gebe ein bisschen Sahne drauf, tue ein ganz kleines bisschen Butter rein, mixe es auf, Suppe fertig. Und den Saibling, den habe ich filetiert, den gebe ich jetzt bei 80 Grad für 10 Minuten in den Ofen und dann ist er wunderschön saftig. Und das Eiweiß, was ganz wichtig ist, das Eiweiß bleibt erhalten, wenn Sie Fisch
zu hoch garen, ist das Eiweiß für den Körper zu hoch wertlos. Das beginnt heißt, ab wann? Ja, 120, 130, 140 Grad, ist alles hin. Ist alles hin. Was ist denn für dich der beste Spargel? Ist es deutscher Spargel oder ist es im Grunde mittlerweile wurscht? Spargel kannst du ja mittlerweile eigentlich das ganze Jahr kaufen. Ja, wobei, der, das muss man sagen, der grüne ist von den Inhaltsstoffen noch wertiger als der weiße, ja, weil der draußen in der Sonne ist, da geht alles ein bisschen besser. Aber ich bin dafür, dass man den Spargel dann macht, wenn es ihn gibt. Und wenn es den Spargel nicht gibt, den weißen, weil den grünen gibt es das ganze Jahr, dann gibt es so viele verschiedene Gemüse, wo man sich zum Beispiel auch beim Kochen richtig Freude machen kann. Nicht immer nur den Scheibblätter in diesem blöden Spargel. Jetzt kann man machen. Danach ist wieder Schluss der Vorstellung. So, und noch eine, weil Sarah gerade hier ihre Karotte so schön schält. Wie dick schälst du denn den Spargel, Alfons? Ach so. Gehen da möglicherweise wieder 300 Millionen Inhaltsstoffe verloren? Nein. Die Inhaltsstoffe gebe ich ja da rein und lasse sie eben nicht kochen, sondern nur ziehen. In deinem Fall ja, genau. Was die Suppe angeht. Aber wenn unser einer jetzt zu Hause mal Spargel macht. Wenn du den Spargel schälen würdest, würde ich sagen, wir müssen einen ziemlich dicken kaufen, damit so kleine Stangen rauskommen. Ja. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird es immer gefühlvoller und im Grunde kommt es auf den Schäler drauf, wenn es einen guten Schäler ausgibt. Genau, es kommt auf den Schäler drauf an, wie der gestellt ist. Bei manchen kannst du ja gar nicht dünn schälen, weil der mehr mitnimmt. Ich habe gern, wenn es ein bisschen mehr wegschält, weil man schneller schälen kann einfach. Ich bin zu faul, da so herumzufitzeln. Und da sind wir schon mittendrin. Herzlich willkommen, Sarah Wiener. Schön, dass du da bist, Sarah. Sarah Wiener, die uns heute mitgebracht hat, tatsächlich Muttis Lieblingsgericht. Ja, das nämlich war ja, einen Frühlings-Sommersalat mit Cashewnüssen und Sesamhuhn. Und du hast mit deiner Mutter vorher häufiger telefoniert. Meine Mutter, kannst du mir mal zwei Tomaten geben, Fonsi? Was? Sowieso. Danke. Fonsi? Ja, klar. Oh. Es ist ja so, dass Alphonse. Ja, eben. Ja, mein, ist wir haben da jemanden aus Luxemburg, der sagt Alphonse. Ja. Es ist so, dass du gesagt Fonsi hast... Fonsi hat aber auch was. Fonsi ist so eher bayerisch-österreichisch. Ja. Don Alfonso ist auch ganz schön. Das klingt besser. Ne? Das wäre er dann. Das schaut auch so aus. Der Pate. Aber das war ich einmal. Ja. Nein. Deine gute Zeit beginnt erst jetzt. Jetzt passieren wir ab. Und jetzt schwenke ich es dann nochmal. Also wenn man es jetzt als Spargelgemüse verwenden würde, den Spargel, dann würde ich sagen, nochmal ein bisschen Vanille hin und zum Schluss ein bisschen Olivenöl. Herr Hensler, sind Sie einverstanden? Nein, der Hensler wird das Sesamöl geben. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass deine Mutter dir das beigebracht hat, dass du Spargel mit Vanille machen sollst. Meine Mutter hat mir überhaupt das nicht beigebracht, weil zu der Zeit waren wir froh, wenn es einmal in der Woche Fleisch gegeben hat und Spargel, ob es den gegeben hat, das war, wenn die Bauern sich untereinander ausgetauscht haben, denn meine Mutter kommt aus einem Bauernhof in Schleching. Aber eins hat sie mir beigebracht. Die haben damals schon, wenn es einen Schweinebraten gegeben hat, ne, dann hat es immer einen Rote-Bete-Salat oder einen Sellerie-Salat gegeben. Denn alles, was fett ist, zum Beispiel Enten, Gänse, Schweinsbraten, da hat die Rote-Bete, wie der Sellerie, hat einen Faserstoff, der im Darm aufgeht wie ein Schwamm. Und alles, was zu fett ist, nimmt es mit raus. Und deswegen fühlt man sich bei solchen Gerichten dann wesentlich wohler. Also ist es die Beilage, die wichtig wäre, die Faserstoffe, die wichtig wären. Jetzt sage ich dir noch was. Der Spargel hat einen Faserstoff, der heißt Inulin. Und der gibt den Darmbakterien eine gute Energie und nimmt die Schadstoffe mit raus, Herr Hensler. Ja, bitte. Das war schon so viel. Das war schon so viel. So. Das Thema war aber Muttis Lieblingsrezept. Ja. In seinem Fall ist das schwer möglich. Sarah, also, mir haben Sie gesagt, das Thema ist Muttis Lieblingsrezept und nicht, wie bringe ich meiner Mutter jetzt Kochen bei. Deswegen mache ich etwas ganz Einfaches. Ich habe meine Mutter ein paar Mal angerufen. Genau. Erst habe ich gesagt, Mutti, überleg dir Lieblingsrezept bei Lanz. Was soll ich machen? Und dann hat sie sofort gesagt, brauche ich nicht überlegen, ich mache mir jeden Tag einen Salat. Einen gemischten Salat, je nach Saison. Und dann habe ich gesagt, na ja, okay, gut, ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber wenn das dein Lieblingsrezept ist, dann mache ich das. Man muss sagen, meine Mutter ist eine ausgezeichnete Köchin, ja, gerade für vegetarische Sachen. Und lustigerweise ist sie wirklich in der Ernährungsphilosophie meine Mutter, obwohl wir beide uns erst nachdem ich schon nicht mehr bei meiner Mutter gelebt habe, dahin entwickelt haben, dass sie sehr lang makrobiotisch war, sehr viel vegetarisch lebt und natürlich auch nur Bio-Sachen benutzt. Aber da war ich schon weg, da war ich schon in Berlin. Also macht deine Mutter auch so Vollkornreis und solche Sachen? Sie macht den besten Vollkornreis, den es gibt. Also man stellt sich nicht, man muss es können. Ich schwöre Ihnen, ich garantiere Ihnen, meine Mutter, liebe Mutti, ich hoffe du, wo ist sie denn? Liebe Mutti, ich hoffe du hörst jetzt zu, ich sage es hier vor Zeugen, du machst den besten Vollkornreis der Welt und ich liebe ihn. Das ist nett. Ich habe mich nur nicht
Unkraut selber, weil sie macht so toll. Makrobiotisch. Ja, das klingt natürlich, es klingt hart. Ne? Das ich klingt kann, speziell. Wenn man Schweinsbraten mit Knödeln gewöhnt ist und dann sagt man Vollkornreis mit Gemüse, da denkt man, oh je. Ja, ja. Aber wenn man es wirklich gut machen kann, dann ist das so eine köstliche Angelegenheit, dass du jedes Steak dafür stehen lassen würdest. Also so. Das muss ich mal jetzt gesagt haben. Sarah, du machst uns Frühlings-Sommersalat. Ich sehe hier allerdings jetzt Huhn. Ja, das habe ich reingeschmuggelt. Und Sesam. Ja, Sesam habe ich auch reingeschmuggelt, weil ich habe meine Mutter angerufen. Sie hat gesagt, Sommersalat, hat mir ein paar Zutaten gesagt. Ich habe das Rezept aufgeschrieben. Dann kam nach einer halben Stunde noch ein Anruf. Dann hat sie gesagt, ich habe vergessen die Kürbiskerne, die gemahlenen. Dann habe ich das dazu geschrieben. Dann kam nach einer Stunde, ich mache den gerade. Da kommt auch Gomasio, also Sesam mit Salz zerstoßen darüber. Ja. Und nimm bitte frische, sonnengereifte Tomaten. Und so hat sich das ausgedehnt, dass ich jetzt mittlerweile hätte alle Zutaten, vielleicht glaube ich, dann nachher noch so ein bisschen Fenchel oder so. Mal sehen, was. Also es ist so ein Mix. Und ich mache den Sesam jetzt ums Huhn herum, weil ich davon ausgehe, dass jeder in etwa weiß, wie sonst ein Salat geht. Und jetzt mache ich eine Variante davon. So, und jetzt hätte ich mal eine Frage dazu. Wie schaffst du es, dass der Sesam nicht anbrennt? Nicht zu heiß erhitzen. Das ist ein geschälter Sesam. Es gibt ja den schwarzen, der ist ungeschält. Es gibt einen gerösteten, der ist schon leicht braun. Ich habe dieses Huhn eingelegt in Tamari. Das ist vegetarische Sojasauce. Ein bisschen Ingwer als Oma. Knoblauch, weil Knoblauch liebt meine Mutter sehr. Als Hommage an deine Mutter, ja. Und den Honig habe ich weggelassen. Also das ist sozusagen kein Salz, das ist der Salzersatz. Das kannst ja nehmen, Sesam mit mehr Salz als Malz. Salzersatz, dann brauchst du es eigentlich gar nicht mehr salzen. Dann anbraten, bis es eine schöne Farbe hat. Nicht zu heiß, ich habe es jetzt auch. Was heißt nicht zu heiß? Sechs, Stufe 6. Von 9. Ja. Dann warte ich, du musst halt Geduld haben. Man glaubt immer, es muss zischen, es muss krachen, es muss sofort braun werden. Wenn es kann auch mal ein bisschen langsamer machst, gehen. Dann, und du hast deine Haut, dann wird das schön goldbraun, hoffe ich. Und dann ist es durch und dann ist es auch noch saftig und dann ist es hoffentlich perfekt. Also Sarah, wir werden gleich noch über die makrobiotischen Künste deiner Mutter zu sprechen haben. Vielen Dank bis hierhin. Und wir freuen uns über den Besuch von Steffen Hensler. Servus. Jawohl, guten Tag. Der, ähnlich wie Alfons Schubeck, schon sehr lange Zeit auf seine Mutter verzichten muss. Ne? Wie alt warst du, als du deine Mutter verloren hast? 9. 9. Ja. Das ist ein schwerer Verlust. Ich habe meinen Vater mit 14 verloren. Ja. Hatte aber immer das Gefühl, wenn man dann die Mutter verliert, wenn die Mama plötzlich nicht mehr da wäre, das wäre, glaube ich, noch mal eine Spur anders gewesen. Ja, es ist natürlich, also ich glaube, egal, in welchem Alter du deine Mutter verlierst, ist es schlimm. Aber 9 Jahren ist natürlich, wie soll ich sagen, ne? Das prägt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das schon, ne? Mit wem bist du da abgewachsen? Bei Papa. Bei Papa, dann mit dem, also das Restaurant auch jetzt, genau, oder? Richtig. Ja, genau. Papa ist ja immer noch gut dabei. Ja, doch. Ihr seht euch auch erstaunlich ähnlich, wie ich finde. Ja, ich kenne Vater. Ist was dran. Ist was dran, seid auch ähnliche Typen. Ja. Immer so direkt nach vorne. Immer direkt, ne? Und wenn es darum geht, da ein bisschen frech zu sein, dann ist sein Vater... Speziell, wenn man die Gerichte von Sarah Wiener probiert, werden wir direkt sein. Ja, da freue ich mich doch der Vater, schon. Der Vater dich auch zum Kochen gebracht? Nee, also, das heißt nee, also eigentlich ja, weil ich hatte immer ein Restaurant, aber ich habe immer nur mitgekellnert, ich habe nie mitgekocht. Also bis zu meiner Lehre stand ich nie groß in der Küche, ich habe immer gekellnert. Aber dann war so die Frage, was lernt man und kochst du was macht man jetzt so mit seinem Leben? Nee, das nicht, aber Gastronomie war klar. Und so als Grundausbildung ist Koch genau das Richtige, weil du die Basis, das Basiswissen hast. Dann kannst du sonst was machen, Hotelmanagement etc. pp. Aber Koch musst du sein und dann weißt du, wie es funktioniert in der Küche. Und wo hast du dann gegessen als kleiner Steppke? Stell mir jetzt vor, mit 19 Jahren im Restaurant deines neun, Vaters? Mit neun. Ja, klar, auch oft hier. Mit 9 bis 10 Jahren, meinte genau, ich. Im Restaurant deines Vaters? Genau, oder oft, hat er für dich abends gekocht? Nee, ich habe in Restaurants noch meist gegessen. Nach der Schule, zack, erstmal Seezunge, Steinbutt. Ehrlich? Ein bisschen verwöhnt worden, ja. Okay. Und du hast es auch freiwillig gegessen? Ja, also... Gerne Fisch? Gerne Fisch, dies, das. Ich glaube, als ich dann 10 war, mein Lieblingsgericht waren Artischocken mit Kräuterbutter und solche Geschichten. Ehrlich? Ja, wenn du das dauernd serviert bekommst, dann ist das so normal für einen. Irre. Ja. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Kinder mit 10 sagen, ich esse gerne Artischocken. Ja. Ich kenne solche Kinder nicht. Na gut, aber der Herr Hensler war immer schon ein bisschen spezieller und macht uns heute deswegen unter anderem knusprige Rotzunge auf Gurken, Algensalat und Butterkartoffeln. Ja. Und diese...
Diese Butterkartoffel. Genau, die habe ich jetzt hier schon mal. Diese schon mal Butterkartoffel hier. Ist eine ganz spezielle Kartoffel. Was machst eigentlich du mit relativ der? Einfach. Ja? Du hast hier einfach eine ganz normale Kartoffel genommen, geschält, ja? Und einfach so ein Stück geschnitten, dass sie hier locker in so eine feuerfeste Form passt. Mhm. Mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann einfach geklärte Butter oben drauf gegeben. Ich habe jetzt hier noch extra was übrig gelassen. Ja? Weil ich wusste ja, wenn du mit Schuhwerk redest, das dauert noch ein bisschen das länger. Das dauert, ne? Natürlich. Ja? Da muss man Zeit mitbringen. So, dann noch mal eins zum Zeigen. Hier einfach so geklärte Butter. Braucht auch nicht so völlig geklärt sein. Also ein bisschen Molke ist gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, klar. Was ist sonst? Nee. Geschmolzene Butter, meinst du? Nee, das ist so halb geklärte Butter. Die Sache ist nicht ganz geklärt. Das werden wir hinterher vielleicht abschließend noch mal klären. Ja, ja. Aber jetzt gehst du das so in den Ofen, dass es nur in der Butter gart. Das heißt, es kommt gleich mit Wasser in Berührung, es gart in dem reinen Butterfett. Mhm. Kannst du auch mit Olivenöl machen oder so. Verstehe. Sowas, ne? Ja. Johann, sowas schon mal gesehen? Kartoffel ja. Mit halb geklärter Butter. Was auch super so schmeckt, ist, wenn du ein ganz normales, ein rohes Ei reinmachst in Butter und so im Ofen gast. Auf 58 Grad, 60 Grad, perfekt. Mhm. 58 Grad, bitte. Ja. Sie schreiben das mit, ja? Ja, wirklich. 58 Grad. Ja. Optimal. Ja. Ja, perfekt. 58, was sonst? Ja. 58 Grad. Die genau jetzt. Nee, ich bin bei 200 Grad, weil ich den Ofen vergessen habe. Ich jetzt ein bisschen hochgezogen. Ja. Und die garen jetzt hier drin, siehst du? Können wir hier mal sehen. Das brodelt jetzt ein schöner drin. Schau dir das an. Ich hoffe, dass es noch gar wird, aber müsste eigentlich klappen. Ja. So, und die Rotzunge würden wir uns gerne noch mal anschauen. Genau. Steffen? Haben wir hier. Was ist rot an dieser Rotzunge, fragen wir uns an dieser Stelle. Die ist von außen so minimal, die Haut ist ja? Ein bisschen. Okay. Ganz leichte Rotfärbung. Ist wie eine Seezunge, wie eine günstige Seezunge. Eine günstige Seezunge. Ja, ist einfach ja. So, ne? Ja. Viele Linien verkaufen auch oft Rotzunge als Seezunge. Müssen Sie vorsichtig sein. Das merkst du daran, wenn du es isst, die ist viel weicher noch im Fleisch als die Seezunge. Mhm. Also wenn man so denkt, oh, ist das schön weich oder so. Und, ne? Stimmt's die Rotzunge fällt leichter auseinander. Ja, ist richtig weich. Die Seezunge ist dann ein bisschen fester von der Konsistenz. Ja. Genau. Okay. Deswegen, ne? Teurer Fisch? Nee, relativ günstig. Kann man bezahlen. Gute Alternative, ja. Und du als Anwalt der Meere, die Frage muss erlaubt sein. Absolut. Du weißt, ob der vom Aussterben bedroht ist? Nee, oder da ist alles kann man problemlos essen. Da kann man wo kommt die her, essen. Die Rotzunge? Die kommt aus dem Atlantik jetzt. Aus dem Atlantik. Breiten und Längengrad kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, aber ich hätte jetzt, wollte jetzt direkt fragen, wo du sie heute Morgen geangelt hast. Was denn? Den Vornamen, Kunstzunge. Den Vornamen. Ja. Der Vorname der Rotzunge. Weißt du, was das Schöne heute ist, muss ich sagen, in dieser Runde? So zwischen diesen alten Säcken fühle ich mich richtig jung. Ja? Also, das muss ich mal sagen. Ja? Schönen Dank. Das haben wir wieder natürlich ausgenommen. Es ist aber tatsächlich so, wir haben, ja. Glaube ich, hier in dieser Runde, Alfons, ich muss es mal festhalten, noch nie mit einem 60-Jährigen gekocht. Okay. Wir haben... Es war. Ich weiß, dass das wir gelegentlich mal, bereits für 60-Jährige gekocht haben. Das siehst und du jetzt mal, baut er sich auf. Achtung, ja, Entdeckung. Das siehst du mal, auch wenn man etwas reifer ist. Und ich komme jetzt in die Jugend des Alters. In die was? In die Jugend des Alters. Ah ja. Dass man da genauso spritzig ist wie du, junger Mann. Ja. Man kann auch, ja. So, es gibt auch einen wunderbaren Spruch in der Küche. Ne? Ja. Den kennst du sicherlich auch, den Spruch in der Küche. Altes Huhn gibt gute Suppe. Ne? Ja, also das ist so. Mach deine Rotzunge. Soße lauwarm. Ja. Also, Steffen Lenzler, schön, dass du da bist. Ja, Wir freuen uns über Besuch aus der Schweiz. Ich bin schon richtig geladen. Ja, du bist geladen. Ja, ja, genau. Ja. Du bist ja auch noch ganz ein Junger, gell? Ja, ihr seid doch, euch trennen doch jetzt nur wenige Monate. Eben hast du mir ein Kompliment gemacht, gesagt für meine 22. Das erzählt alles nicht. Also dieses Käppi deutet auf jeden Fall auf eine gewisse Alibi-Jugendlichkeit hin, nee. Das würde auch ohne gehen. Ehrlich? Ja. Zeig mal. Ach. Ich finde ihn ja so viel schöner, ne? Oh. Der tanzt wieder los. Johann, wie siehst du das denn? Ich versuche... Ich versuche ihm seit Jahren dieses Käppi auszureden, weißt? Und er hört einfach nicht zu. Ich war mit ihm unterwegs, er schläft auch nachts damit. Ehrlich? Ja, tue ich auch. Ich weiß auch warum. Ja. Damit der Kopf nicht nach links wegkippt. Oh, nee, so schlimm ist nicht. Also ich würde bestimmt wissen, was ich koche heute, oder? Unbedingt. Ist doch wichtiger. Unbedingt. Also. Ich gebe dir die wieder. Ich weiß ja, die ist ja fast festgewachsen. Ja, wirklich. Oh, jetzt fühle ich mich wieder gut. Also, Andreas Studer macht uns heute, und finde ich ganz schön, ganz klassisch, einen Muttertagsbraten gefüllt mit Dörrpflaumen, serviert auf Gartengemüse und Kartoffeln. Ja. Ja. Sehr schön. Schön klassisch. Ja. Könnte man theoretisch auch Sonntagmittag essen. Ja. Ne? Geht immer. Und ist wirklich ein Leibgericht von meiner Mutter.
ich an der Stelle natürlich auch ganz herzlich grüße, liebe Milli. Wo lebt die? Deine Mutter? In Interlaken. In Interlaken. Also in Wilderswil, das ist ein Vorort von der Interlaken, ja, im Berner Oberland. Ja. Wunderschön gelegen, aber ich muss jetzt wirklich ganz schnell zu diesem Garten. Wie hast du sie eben genannt? Milli. Milli? Milli, wir duzen uns. Ja. Ja. Also, aha. 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 Milli. Ich sage jetzt nicht, wie sie mich nennt. So, ja, also, wir gehen jetzt sofort zu diesem Braten. Unbedingt. Den habe ich schon mal angebraten und natürlich gefüllt. Können wir das einmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Wie der aussieht hier. Also, guck mal, das ist doch... Oh. Ne? Oh, das ist gut. Das riecht so nach, schlecht, nach Sonntag. Ne? Johann, du isst doch sowas auch gern, oder? Schön angebraten, links, rechts. Hier sieht man die Füllung, das sind die Pflaumen. Und die Pflaumen habe ich Milli gerecht, sag ich mal, also entsprechend meiner Mutter, habe ich die ein bisschen eingelegt, und zwar in Whisky. Ja. Da steht die drauf. Ist das wahr? Ja, ja, aber hallo. Ich bin mit der mal nach Mexiko geflogen, das war so ein 12-Stunden-Flug. Ich glaube, nach 3 Stunden haben die gesagt, wir haben keinen Whisky mehr, Herr Studer. Ist das wahr? Ja, und der Herr Studer hat wenig getrunken, Frau Studer, also meine Mutter, hat ordentlich Whisky-Cola, da steht sie drauf. Muss man einfach mal sagen. Ja, ist so. Na, sehr schön. Ja, sollen wir, wie alt ist denn Milli? Milli ist taufrisch, die ist, glaube ich, 63, so würde ich schätzen. Milli ist 63? Ja, 63. Ich finde, genau. Wir sollten Milli mal zu uns in die Sendung einladen, oder? Was meinen Sie? Ja, die kommt sofort. Ja, ne? Das machen wir mal. Ich höre mir deine Zwiebel kaputt. Ja. Unser Mittag kochen. Ja, das wäre sehr nett. Eine schöne Nummer. Könnten wir mal mit Schubeck verkuppeln, ist ein Vorschlag, fände ich jetzt eine Idee. Die 60-Jährigen unter sich. Das wäre eine Kombination. Johanns Mutter kennen wir ja schon. Markus, Johann, deine schon Mutter gemacht. War ja bei uns das in der Sendung. Wir haben aber schon gekocht mit Müttern hier. Ich weiß, ich weiß. Mit der Mutter? Mit der Mutter. Ich bin fertig. Ja, ja. Erster Gang. Milli kommt sofort, ne? Milli kommt. Ja, der kommt auf jeden Fall. Und ich werde das auch, das, was wir hier machen, das werde ich... Ich habe eine Sojasauce überhaupt gemacht. Sauber. Schon mal deine Mutter? Nee. Nee, in der Sendung noch nicht, in allen anderen war sie schon. Ja, ja. Okay. So. Jetzt ganz wichtig, jetzt muss ich hier noch was machen. Jetzt habe ich das Gemüse dazugegeben. Das habe ich mit Olivenöl und gesalzen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Apfelwein dazu. Ne? Wir müssen jetzt ablöschen, weil wir wollen ja fertig werden mit dem Unbedingt. Ding. Und die Temperatur habe ich jetzt runtergedreht auf 160. Und das lassen wir jetzt da schön ziehen. Also ein 1/4 Liter Apfelwein dazugeben. Und dann wird das Gemüse schön gegart. Und du hast da richtig Pflaumen drin, ne? Ja, Menge. Ja, eine ordentliche Menge, genau. Weil, dieses Stück Fleisch war vorhin ungefähr so platt wie eine Flunder. Jetzt ist es ungefähr so dick. Was noch, genau. Die Suppe war mal warm, die war sogar heiß vor einer Viertelstunde. Ehrlich. Ach, komm jetzt. Auf. Aber der Herr Studer... Wir kommen sofort vorbei. Müssen wir uns allerdings noch mal ganz kurz anschauen, was Johann heute hier genau macht. Wir haben es ja eben schon gehört. Spagatkrapfen, Surprise. Ja, so haben wir das jetzt einfach mal genannt. Und würden der Meister ist noch nicht zufrieden, ich sehe das schon. Nee, ich habe das zu groß geschnitten. Zu groß geschnitten, sollen wir gleich nochmal kommen? Du kommst aber bitte gleich nochmal. Wir kommen gleich nochmal vorbei. Letztes Mal, als er so in dieser Gemütsverfassung war, flog irgendwann ein Löffel in die Ecke. Also müssen wir aufpassen. Das war aber an dem Tag, an dem Johann Salz mit Zucker verwechselt hatte. Alles gut. Das kommt schon mal vor. Das kommt schon mal vor. So, einmal kosten. Und ich würde dir diese erste Portion direkt schon mal klauen, weil ich ihn nämlich an dieser Stelle unseren Küchenschlachtgewinner vorstellen möchte, der uns aus Sylt hier besucht hat. Faris Abdallah, meine Damen und Herren. Faris, grüße dich. Bitte schön. Faris, du kommst von der schönen Insel Sylt. Ich bin da geboren, aufgewachsen und lebe da immer noch. Und fühlst du dich da nach wie vor wohl? Ich will gar nicht weg. Ist das überhaupt noch bezahlbar für normale Menschen? Nicht mehr wirklich, aber man tut sein Bestes, um da zu bleiben. Deswegen kriegst du bei uns eine lauwarme Suppe. Genau, dann möchte ich Also, dann hau mal rein. Sehr lecker, der Fisch ist sehr zart. Ja. Noch sehr, also schön glasig. Ja. Sehr gut. Schön glasig. Mhm. Und die Suppe schmeckt sehr spargelig. Ja, sehr intensiv. Ja? Ja. Also kann was? Sehr gut. Isst du zu Ende? Ich esse Ende, ja. Also, lass dir schmecken. Gut. Alfons. Also. Unser Küchenschlachtgewinner Faris Abdallah sagt, schmeckt hervorragend. Ein Kompliment und einen guten Geschmack. Was sagt der Rest? Habt ihr schon probiert? Ja, probiert, ja. Und? Ich fand es ein Spargel, dass er so einen schönen Biss hat, quasi fast roh ist, fand ich ganz klasse. Jetzt wir sind ja wirklich mitten in der Spargelzeit. Ja. Kein Witz. Ich fand das wirklich klasse. Das Den ist hast du fast roh belassen, das ist richtig, ne? Nein, ich habe ihn leicht blanchiert und habe ihn dann
einfach nur in ganz, ganz wenig brauner Butter ansortiert und habe dort nochmal die Vanilleschote dazugegeben. Aber ist der wirklich so fast roh? Ja? Nein, der aber ist nicht roh. Dass er zum Zahnarzt gehen muss, dafür kann ich nichts. Ja. Ja, ja, der von der Mise en Place genascht. Ja, aber ja, das war noch gar nicht. Er hat aus Versehen die Schalen gegessen. Er macht sich Sorgen um deine Zähne, weil wenn man 60 ist, ja, dann muss man sich langsam sorgen. Also da haben die meisten neu, aber ich habe nur die eigenen. Wirklich? Ja. So, komm. Saibling auch toll. Ich finde es klasse. Und halt dir? Sehr gut. Muttertag wird ein bisschen frechter. Das seht ihr. Also, nicht der Kerl. Ich habe schon gesagt, dass halt, er kocht ja so, wie er ist. Jeder kocht nach seinem Charakter. Und Moment, das müssen wir jetzt mal genauer erläutern. Er kocht ja so, wie er ist. Wie ist er denn? Ja, kraftvoll, feurig. Oh, hallo. Ja. Oh, hallo. Also, da geht noch was. Ich finde, er hat so eine dann doch klare Handschrift und du merkst auch, er hat so ein bisschen Chili hinten, kommt da noch nach. Mhm. Das schmeckt man. Es brennt noch mal nach, ja? Nein, der Chili brennt nicht. Der Chili ist ein Gewürz, der sich hinten reinhängt und lässt die anderen Gewürze mitleben. Ich habe da nur ein bisschen Muskatnuss reingeben, sonst nichts. Mhm. Chili, ein bisschen Muskatnuss. Vanille. Aber Vanille habe ich dann zum Braten mit hergenommen und dann wieder rausnehmen, nicht so lange. Das brennt ja glücklicherweise gar nicht. Ja, so, ja, wenn du gestern unterwegs warst, Markus, ja, und bei dir brennt es noch, dann kann aber ich nichts dafür. Aber da ist schon Dampf dahinter, ne? Ja, muss Gott man sei sagen. Dank. Steffen, wie findest du es denn? Sehr lecker, vor allem die Schärfe, das hinten raus, dieses Aroma, nicht nur den Spargel, einfach so eine leichte Chili-Note mit der Vanille. Also, ich kann nur sagen, wie immer, Meister. Respekt, Kompliment, guter Mann. Ja. Gut, wirklich, das ist toll. Nein, der hat einen guten Schmack. Ja. Und er kocht ja Speise. Ja, du. Du kochst ja immer Speise. Ja, Johann, hast du schon probiert? Klasse. Klasse, ne? Ich finde es klasse, die Kombination, den tollen Spargel mit der Vanille und mit der Schärfe, finde ich. Es ist ganz interessant, gell? Du nimmst es auf die Zunge, dann kommt erstmal die Schärfe durch und dann im Nachgang so ein bisschen Vanille. Auch das hat was, fein. Die Würze ist sehr gelungen, wirklich. Schmeckt hervorragend. Also, dann Respekt. Ja. Respekt. Ja. Kompliment. Ja. So, der Salat ist auch schon soweit. Ja, das. Jetzt, aber was ist denn los mit euch? Naja, das war jetzt nicht so die langwierige Nummer, muss ich sagen. Das geht aber schnell das hier. Das ist aber super, das ist auch, also meine Mutter isst das auch oft, das vollwertiges Mittagessen. Ja. Das geht wirklich schnell. Man kann natürlich auch statt dem Huhn zum Beispiel Spargel nehmen oder Pilze. Mhm. Okay. Oder Speck oder Schinken oder Tofu. Tofu. Ja, Tofu. Ja, ich Tofu. Mag Tofu. Sag mal, magst du Tofu wirklich? Wenn's magst gut du Tofu? Wird, du musst es können. Tofu hat ja einen wenig Eigengeschmack. Ja, das kann man so sagen. Und es gibt so grauslichen, alten, billigen Tofu im Backerl, der so gräulich ist. Ja, aber das schmeckt das Backerl noch besser als das, was drin ist, ehrlich gesagt. Du musst wirklich einen Seidentofu gut gemacht, gut angebraten oder mit Gewürzen. Ehrlich. Johann. Andreas und auch Steffen, Alfons, Tofu. Arbeitet ihr mit Tofu gelegentlich? Ich finde es grauslich, ehrlich. Ich kann mit Tofu nichts anfangen. Ich weiß, dass es gesund ist. Also der Kopf sagt ja, aber mein Herz sagt eindeutig und die Zunge vor allen Dingen nein. Also, gebraten mache ich es nicht gerne. Was ich gut finde, wenn du einfach so den normalen Tofu nimmst. Nee, gar nicht. Wenn du ein bisschen Sojasauce, Mirin, diesen süßlichen Reiswein und so ein bisschen Sesamöl, dann schmeckt das lecker. Aber ansonsten finde ich es auch nicht so lecker. Johann, du mit Tofu? Hast du es mit Tofu? Also ich finde das ein wunderbares vegetarisches Produkt, sehr gesund, muss allerdings mit sehr viel Würze zubereitet werden. Tofu schmeckt ja relativ neutral, aber wenn es mit bisschen, gibt es viele Möglichkeiten, das richtig raffiniert zu machen. Also, wie schmeckt es? Also war es wahrscheinlich da. Wie schmeckt es denn? Komm. Schön, ist da Kohlrabi drin? Ja. Ist Kohlrabi drin? Ja, so ein Achtel, fein geschnitten. Achtel hat sie bei mir geholt, super. Das ist so klasse. Chicorée? Schöne Chicorée, ja, so für Bitterstoffe auch ganz wichtig. Das ist nicht immer nur der Blattsalat ist oder der Eichblattsalat oder Frisee. Wie verhindert ihr, dass Chicorée bitter wird? Ich mag das Bittere ganz gern, aber das Bitterste am Chicorée ist das Herz unten. Man könnte es also keulenförmig unten ausschneiden. Ist aber auch die Frage, wann man ihn erntet, wie alt er ist und welche Sorte das ist. Kann man im Laden schon sehen, ob das was taugt oder nicht? Wenn du reinbeißt. Nein. Es geht um die Farbe der Spitze, oder? Kann man daran sehen? Wenn er draußen Freiland ist, dann hat er meistens eine dunklere Spitze, weil er mehr Sonnenlicht gesehen hat. Und dann bildet er in der Regel auch mehr Bitterstoffe aus. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Standortfrage. Und auch, es gibt so viele verschiedene Sorten, da hat man die Bitterkeit so weit weggezogen, dass da fast gar nichts mehr drin ist. Also ist eine Richtlinie, muss aber nicht unbedingt. Okay, so,
zielführend sein. Alfon sagt, kannst nicht meckern. Na, wenn du meckerst, hast du keinen Hunger. Aber das Hähnchen war jetzt ein bisschen durchgebraten, habe ich sonst gegessen. Es war wunderbar, schön saftig. Ja, wir waren ein bisschen schmeckt auch gut. Ja, es macht der Salat, ist frisch, der ist sehr fröhlich, der hat ein bisschen, sagen wir mal, richtige Säure, das brauchst du, also das passt auch, weil du hast da Gemüse drin, das braucht auch was, weil es ein bisschen dicker ist. Und das ist so langweilig, das schmeckt. Aber hier brennt es gerade an, Steffen. Ja, hier brennt es gerade an. Steffen? Also ein schöner Rucicola Salat, finde ich gut. Dreh dich schön auf. Hier auf dem Dach ein bisschen gröber geschnitten, weißt du, die sind nicht so fein, die Karotten. Schöner, richtig rustikaler Salat, lecker. Jonas, hast du probiert? Ja, lecker. Guter Salat. Kann man gut essen, gell? Sehr guter Salat. Finde ich auch. So, komm her. Du machst, Sarah, bitte noch eine kleine Portion für unseren Küchenschlachtwiener fertig. Ja, der extra aus Sylt hier angereist ist, um bei uns mal ordentlich zu essen. Sarah Wieners, beziehungsweise Sarah Wieners Mama. Genau. Lieblingsgericht. Lore, Heuermann. Vielen Dank dafür. So, und Johann ist jetzt, glaube ich, soweit. Ja, genau. Johann, zeig uns das mal bitte. Ja. Ich habe das jetzt, so sieht es aus, wenn es hier so ausgebacken ist, dann tue ich das hier raus. So. Jetzt habe ich hier diesen Spargelkraft. Siehst du hier so? Ja, schön. Ja, jetzt tue ich nur zeig mal, einmal von ganz von Anfang an. In diesem Teig, Teig, was ist da drin? Der Teig besteht aus folgenden Zutaten. Und zwar Zitrone, Eier, Zucker, Mehl, Zimt, Butter, etwas Weißwein und Sahne. Das sind die Zutaten von den Spargelkräften. Mhm. Ganz einfach zusammenrühren, den Teig ruhen lassen. Mhm. Dann ausrollen, dann mit so einem Teigrädchen oder so einem Teigrädchen, sagen wir dazu, solche Stücke schneiden, je nach Größe. Mhm. Dann legt man einfach so ein Stück hier in die Form rein. So, siehst du hier? In den Lockenstab. Genau, in den Lockenstab. Ja. Dann drückt man das zusammen. So. Ja. Und jetzt werden diese Spagatkrapfen hier ausgebacken in Pflanzenöl oder auch Butterschmalz. So. Da könnte ich mich ja nie dran satt sehen, weißt du das? So, guck mal. So. Dieses Frittieren. Das und dann frittiert das sehr schön, siehst du, so geht der Teig schön auf, wird ganz saftig, ganz weich. Ja. Man kann immer eins anfassen, es ist also total mürbe. In der Tat, das ist, man denkt, es ist relativ ganz hart, mürbe. Ist es aber nicht. Nee, ist ganz mürbe. Aber wie kommt das? Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass ich fast erstickt wäre, habe ich gedacht, Mensch. Das ist ein ganz super Teig, so. Mhm. Guck mal, jetzt. Fein. Das ist super. Probier das mal. Boah, alles ist gut. Und dann streut man hier drüber einfach Zimtzucker, also Zucker mit Zimt gemischt. So. Mhm. Ja? Und dazu gibt es ein Himbeersorbet. Guck mal, das habe ich jetzt hier in der Eismaschine. Mhm. Das ist Himbeermark. Ja. Mit etwas Zuckersirup. Und dann mit Gelatine, Blattgelatine reingegeben, weil Blattgelatine ist eben... Was ist Blattgelatine? Ist ein natürliches Produkt, ein kollagenes Eiweiß, ist also natürliches Eiweiß ohne Geschmack. Und durch die Blattgelatine wird das Sorbet hier richtig schön cremig. Siehst du hier, das hat eine richtige schöne Farbe. Super. So, ganz cremig. Und damit werden dann diese Krapfen gefüllt und mit Baiser überbacken. Mhm. Probier mal hier. Oh, du das weißt ist super cremig. Damit kriegst du mich ja immer. Und das darf nicht zu süß sein, weil die Krapfen sind süß, der Sorbet muss schön leicht säuerlich sein. Wobei auch die Krapfen nicht so furchtbar süß sind. Nein, die sind nicht so süß, da ist ganz wenig Zucker drin. Oh, das ist fein. Wie kriegst du da die Säure rein? Durch Zitronensaft und durch die Himbeeren, die halt nicht so ganz so süß sind. Ja, wirklich. Mhm. Also wichtig, nicht so süße Himbeeren nehmen. Also, verstehe, das heißt, du beißt vorher auch mal eine Himbeere rein? Ja, hier sind sie, ja, das sind diese Himbeeren. Die sind sehr schön, jetzt um die Jahreszeit wunderbar. Mhm. Und die dürfen wirklich nicht so süß sein? Nee. Johann, deine Mutter, hat die sowas früher manchmal gemacht? Ja. Tatsächlich in der Steiermark? So eine richtig schöne österreichische Mehlspeisen. Also bei uns ist Tradition, wenn jemand zu Besuch kommt, bekommt man immer einen Teller mit Mehlspeisen, mit kleinen so süßen Köstlichkeiten. Das macht nicht, kann laufen. Ja. Und das heißt im Klartext, das ist auch ein bisschen die Visitenkarte einer Hausfrau. Man verkörpert sich selber, man ist stolz, was man gemacht hat. Und es ist traditionell, dass man einen Kaffee bekommt oder auch was anderes. Aber Mehlspeisen, so ein Teller mit Plätzchen oder mit so Spargelkrapfen, ist bei uns Tradition. Das gibt's bei jedem zu Hause. Mhm. Und jeder hat sein Rezept. Du hast ja ein sehr inniges Verhältnis zu deiner Mutter. Ja. Wie geht's dir denn? Die war ja im Sommer bei uns in der Sendung. Da ging sie nicht so gut, aber jetzt geht sie wieder sehr gut. Die ist ja bald 80 und ich muss sagen, ich grüße sie auch ganz herzlich. Schön, dass du zuschaust. Und ich finde es einfach wunderbar, ja, weil meine Mutter natürlich hat mir viel mitgegeben. Mhm. Ich verdanke ihr diese Liebe zu den Lebensmitteln. Ich habe natürlich bei ihr mal mitgeholfen in der Küche. Ich habe auch gelernt, wie man Kartoffeln ausgräbt und wie man auch beim Schweineschlachten mithilft. Ja. Du warst wirklich sozusagen in allen Phasen und Stadien eines Lebensmittels im Grunde mit dabei. Also, immer. Du siehst das Schwein aufwachsen. Ja. Ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, weil ich liebe die Natur. Für mich ist die Natur das Größte. Ich bin dankbar, Koch zu sein, weil ich habe die große Ehre, mit den natürlichen Produkten
Zeiten des Lebens zu arbeiten, die zu verändern. Und wenn man hier sieht, so schöne Himbeeren zu haben, ist einfach eine Freude für mich und damit auch zu kochen. Und daher auch dann die Sprüche von Horst Lichter immer, der dir dann vorwirft, du würdest jedes Lebensmittel persönlich besprechen. Also ich habe zu den Himbeeren eine persönliche Beziehung. Ja, unbedingt. Die baust du vorher auf, zu jeder einzelnen. Genau. Deine Mutter ist jemand, der auch ähnlich wie du Lebensmittel so liebt gewissermaßen? Also Essen ist für uns zu Hause der zentrale Mittelpunkt. Wir essen nur gute Dinge, natürliche Dinge. Dort gibt es keine irgendwelchen Zusatzstoffe oder irgendwelche Dinge. Auch das ist meine Philosophie bei meinen Produkten. Alles natürlich, alles so, wie ich das gerne möchte. Und ich glaube, das ist auch die große Zukunft für uns, dass wir einfach gesund bleiben, wenn wir einfach natürliche Lebensmittel essen. Wir brauchen keine E-Nummern. Ich glaube, der Mensch ist geschaffen worden ohne E-Nummern. Bist du auch ähnlich wie, in der Tat, bist du auch ähnlich wie Alfons auf dem Standpunkt, dass gutes Essen dich einfach auch fit erhält? Und hast du dann in der Folge deiner, sagen wir mal, doch auch durchaus persönlichen Krise, dass es dir nicht so ganz gut ging, gesundheitlich, dass du das Gefühl hattest, ich bin jetzt ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Machst du dich damit besonders gesundem, gutem Essen wieder fit? Also ich denke schon, dass die Nahrung genügend Stoffe enthält, die der Körper braucht. Und ich glaube, wenn man sehr ausgewogen ist mit sehr natürlichen Produkten, dann kann man sich auch damit sehr wohlfühlen. Ich glaube, die Nahrung ist die Basis unseres Seins. Und wenn man heute wirklich ein bisschen mehr darauf Wert legt und nicht alles isst, was einem um die Finger kommt, dann kann man sicherlich extrem viel für die Gesundheit beitragen. Was ist für dich so ein Fitmacher, wenn du sagst, mir fehlt irgendwie die Kraft in diesem Frühjahr beispielsweise, Frühjahrsmüdigkeit ist immer so ein Thema. Was, ich habe da gar keine speziell bezogene Produkte, sondern ich esse einfach das, was um die Jahreszeit besonders gut ist. Ich meine, jetzt zum Beispiel einen schönen Kräutersalat mit diesen wunderschönen Garten und frischen Kräutern, aber auch frische Früchte gibt es jede Menge, Erdbeeren, extrem viel Spargel. Spargel ist zum Beispiel sehr gesund, entschlackt auch wunderbar. Also einfach die Natur in ihren Facetten ausnutzen und damit kann man sich, glaube ich, extrem gesund und gut ernähren. Sagt Johann Lafer, der es wissen muss. Johann, eine Portion schulden wir ja gleich unserem Küchenschlachtgewinner, weißt du. Das bekommt er von mir, selbstverständlich, habe ihn schon gesehen. Zwei Portionen gehen nach da vorne. Du weißt, die Herrschaften vorne haben ähnlich wie ich. Wir machen das, okay? Ja, hatten kurze Zeit Probleme mit der Atmung, aber das hat sich inzwischen alles wieder eingependelt. So, Andreas. Millis Kartoffelpüree. Millis Kartoffelpüree. In der Schweiz heißt das Hördöpfelstock. Hördöpfelstock? Ja, genau. Hördöpfel heißt Erdäpfel. Ne? Ja, genau. Nehmen wir mal. Und Stock ist einfach Püree. Püree. Ja. Stock. Der Stock. Hördöpfelstock. Also ganz einfach zu machen. Milch. Ja. Aufheizen. Stück Butter dazugeben. Ein bisschen Mutschgenuss. Mhm. Was ist das? Muskatnuss. Ja, super. Dazu geht. Und dann die Kartoffeln, natürlich die richtige Sorte. Binti habe ich hier. Oder Agriola geht auch. Ja. Also es muss einfach eine Milchkochende sein. Wenn sie gekocht sind, kurz nochmal auf den Herd geben, damit die richtig so schön weiß werden, wie hier eben gerade. Mhm. Also das ganze Wasser, das alles, gleich über hier. Alles raus ist. Ja, das ist richtig. Alexander Herrmann behauptet dann an der Stelle immer, das gehört so. Wenn's überkocht. Ja, sag ich auch. Ja, ja. Nee, es kocht ja nicht über, ne? So, und jetzt Stößel. Ja, ja, kommt bald wieder. Ja. Hier schön drücken. Kommt noch zum Probieren, oder was? Ja. Den holen wir immer nur dann, wenn es Milch in größeren Mengen geben soll. Der kocht für uns hinter der Bühne. Nein, quasi. So, jetzt nach und nach dazugeben, nicht gleich alle Milch dazugeben, damit das ein schönes, geschmeidiges Püree wird. Und wichtig ist auch, das habe ich auch von meiner Mutter gelernt, dass man nicht zu lange in Zeug rührt, weil sonst wird es von der Stärke wird das dann richtig so ein Kleber. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Das kannst du schon mal probieren. Vielleicht kommt noch ein bisschen Salz dazu. Aber ich denke, das ist schon ziemlich Milli-like hier. Milli-like. Haben uns als Kinder natürlich immer wahnsinnig gefreut, wenn sie Herdöpfelstock gemacht hat. Kartoffelpüree ist wirklich fein. Ist gut, oder? Sehr fein. Wunderbar. Super einfach, super easy. Und Braten kommt auch gut. Also sehr gut. Zum Braten musst du uns gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Und wir freuen uns, dass Herr Hensler, der heute gelegentlich den Unterricht stört, mit seinem Essen tatsächlich auch doch fertig geworden ist. Markus, überraschenderweise. Du wirst immer besser. Ja, Schatz, und du hast da was. Aber es steht dir. Ja, aber das waren 200 Grad. Das waren 200 Grad von seinem Ding da. Das heißt, ne? Gut. Und? So. Das ist eine gute Kombi. Was mir gut gefällt, Algen und die Gurken mit der Zwiebel. Das lass uns das noch mal kurz einfangen und mal sagen, was wir da genau sehen. Also Herr Hensler, bitteschön. Genau, eine knusprige Rotzunge. Ja, sagst du. Ja. Wie ist sie denn so knusprig geworden? Die haben paniert im Panko, so ein japanisches Paniermehl, was ein bisschen gröber ist. Ja. Ne? Genau. Das ist Panko. Schau mal hier. Das ist Panko. Das ohne W. Ne? Ja, ja. So. Sonderzug nach Panko. Genau, ja. Kriegt eine ganz andere Bedeutung. Ja.
Das hast du schon öfter gemacht. Kriegt man das im Laden? Was? Ja. Kriegst du mittlerweile auch im Supermarkt. Ehrlich, ja? Ja, wirklich. Ja. Doch, doch, echt. Im Asialaden kriegst du es. Im Asialaden sowieso. Im Asia sowieso, aber auch im normalen Supermarkt, ja? Pankum. Genau. Und dann haben wir einen Gurken-Wakame-Salat. Und da haben wir einfach Gurken und Zwiebeln fein geschnitten, ein bisschen eingesalzen, Reisessig, Sesamöl, geriebenen Ingwer. Okay, es passiert nichts, sehr gut. Ein paar Sesamkörner. Ja. Alfons hat ein Ingwer-Inhaltsstoffreferatsverbot, ja. Sowas. Ich darf nicht mehr, kennt er jetzt eine Stunde, was über Ingwer erzählt. Ja. Ja, ein Startverbot, ja. Könntest du. Genau. Und dazu unsere Kartoffel in Butter gegart, also eine Butterkartoffel. Ein Wahnsinn. Ja. Sieht fettig aus, ist es auch, ne? Das ist schon, ja. Ne, ich sag mal so, ne, ein bisschen was für den Bauch. So, ne? Ja. Jetzt sagt er, ich bräuchte das nicht, das finde ich richtig gut. Du bräuchtest die Kartoffel nicht. Ich finde das richtig gut, diese Kombination Algen mit der Säure, mit den Gurken, mit den Zwiebeln und den Fisch dazu. Die Kartoffel, warum soll ich die jetzt dazu essen? Falls der Fisch nicht schmeckt. Weißt du? Die Kartoffel, nein, die Kartoffel ist eine gute Idee. Ja? Ja. Ja, das ist eine richtig geile Nummer, wenn du Kartoffel in brauner Butter isst, da flippst du ja aus. Gespannt, ne? Das ist ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Da flippst du ja aus. Passt mal auf hier. Johann, komm mal kurz dazu. Kartoffel in Butter. Was? Andreas, hast du schon probiert? Ja. Bitte schön für dich, Johann, für dich. Also, die kommen jetzt mit Chili-Salz. So. Ja. Also, sag mal, können wir das hier mal ausmachen? Ich finde, das ist auch eine tolle Idee. Also, das ist, man glaubt ja nicht, dass Gurke mit Alge so gut schmecken kann. Ich hätte nur auch einen kleinen, für mich einen kleinen Verbesserungsvorschlag, außer dass man seinen anderen Fisch dann abschalten sollte. Ja, dass man das nicht alles, ich weiß, es ist ja so modern geworden, alles zum Türmchen zu stapeln, aber durch die Gurken und die Algen ist es so nass, dass dann die Panier leicht aufweicht unten und ein bisschen lätschert wird. Wie man sieht, also ich würde es getrennt servieren, dann schaut es vielleicht nicht so schön aus, aber es schmeckt vielleicht besser. Okay. Und die schnell essen, ne? Oder da schnell auch essen. Der Fisch hat auch zwei Seiten, was so oben bleibt knusprig, ne? Genau. Das ist cool. Also Alfons Schuberg ist richtig begeistert. Nein, weil ich mag immer Dinge, wie man sagt, Vanille und das. Jetzt beginnt ja langsam diese Welt der Gewürze sich zu öffnen bei uns in Deutschland. Mhm. Wie ich vor 40 Jahren das Kochen gelernt habe, Johann, du weißt es genauso. Deswegen du auch wie irre einen Laden nach dem anderen eröffnest. Majoran, Schnittlauch und Petersilie. Wenn du zu einem Kardamom gesagt hast, dann haben sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ja? Und heute beginnt sich das langsam zu öffnen. Nur nicht alles mag sich auch, sondern du musst langsam die Gewürze bei uns ein bisschen ranführen, genau. Und nicht so überdosiert. Das ist wie eine Frau, die überparfümiert ist, die stinkt, weil wahrscheinlich hat sie sich nicht geduscht. Ja? Und nein, das ist jetzt ein Mensch, der überparfümiert ist, hat einen Fehler. Ja? Ja. Sonst bräuchte ich das nicht machen. Zu viel Parfum. Aber wenn du zum Beispiel so wie er sagst, nochmal her, der riecht gar nicht so schlecht. Ja? Ja. Ja. So muss ein Parfum, also genauso muss ein Gewürz sein. Es muss charmant Alfons, mit dem Essen können. Du riechst da ziemlich intensiv. Ja, stimmt. Moment. Ich rieche ziemlich intensiv, das stimmt, weil ich habe Johann sein Parfüm genommen. Super. Eigentlich schön, ja. Rezept gebe ich dir nach der Sendung. Du, dass du es von mir abgeschrieben hast, das weiß ich, aber jetzt in der Sendung nichts anderes. Da musst du da musst du aufpassen. Ja, das, ist richtig. Das ist tricky. Deine Zunge weg. Markus, da kannst du nur Ingwerwasser nachdrücken. Ja. Also, was sagt denn Herr Johann, wie findest du es denn? Ich finde es lecker. Ich finde es super leicht. Sehr schön. Ich meine, ich kenne die Art zu kochen von Steffen Heinzl. Ich mag die sehr. Und auch die Kombination mit den Algen finde ich. Also, Steffen. Da bin ich auch schon. Vielen Dank. Ja. Wann fängst du an bei mir? Jederzeit. Immer, wenn du willst. Ja. Ich fange jetzt direkt an. Andreas, wie findest du es? Ja, du bist richtig begeistert, ne? Die Algen, es gibt also einen kleinen Sushi, Entschuldigung, Sushi-Flash. Ne, man denkt irgendwie so, es ist ein bekanntes Aroma, was man in einer anderen Kombination kennt. Ne? Mhm. Weil jetzt so ein Gurkensalat mit Algen haben wahrscheinlich die meisten von uns das erste Mal gegessen. Und dann hast du diesen gebackenen Fisch oben drauf und denkst auch, das ist wahrscheinlich ein bisschen 0815, aber man täuscht sich. Also es ist richtig gut. Hast du gehört? Ja, vielen Dank. Ja, bitte schön. Ja, toll. Natürlich höre ich es gut. Das ist nur, wenn Schuberg was sagt. Und ich mir nicht zuhöre, kriege ich wieder Ärger. Ne? Das stimmt, will ich ja nicht riskieren. Also ich muss wirklich sagen, so viel Euphorie war selten. Steffen, hast du toll gemacht. Kompliment. Ja, vielen Dank. Lecker. Richtig gut.
Gut. Wobei der Kollege immer gut kocht, ne? Muss man leider sagen. Auch wenn er sich oft einmal komisch benimmt, aber kochen kann er. Er hat einen guten Humor, ansatzlos. Und er kocht auch sehr spicy. Wenn du mal schaust, deine Gerichte sind alle gut gewürzt, die haben alle gewisse gute Persönlichkeit. Ich bin sozusagen der junge Schuhweg, weißt du? Ja. So. Also so heißt das Ding. Wir ziehen hier nach dich vor, weil dein Braten noch ein bisschen braucht. Der Braten ist ganz gut, aber das Gemüse braucht noch einen kleinen Moment. Ja? Okay. Braten geht's gut. Auf diesen Braten freue ich mich schon die ganze Zeit, weißt du? Der Rutier. So. Und jetzt pass auf. Also, Dessert. Wir spritzen jetzt in die Spargertrapfen das Himbeersorbet. Ja. Ja? Oh. Ja, ja. So, und dann spritzen wir auf das Himbeersorbet die Baiser-Masse. Das hat aber schon was von Horst, ne? So wie du das hier mit Baiser versiehst. Nein, aber nicht wirklich, ne? Ja, also zurück. Nee, ich meine jetzt nicht, weil es schlecht aussieht, sondern einfach, weil. Weil überhaupt nicht. Nein, nein. So. Du, er will nichts essen heute mehr. Nein, nein, ich meinte reichhaltig. Da geht er richtig ran, der Johann. Ach so. Schön, lecker. Was heißt reichhaltig? Die Baiser-Masse ist okay. Hallo, so, und jetzt dann? Ja? Wie hast du die gemacht? Einfach kurz abflimmen, so, ganz leicht. Früher hat man das kurz in den Backofen geschoben, gell? Ja. So. Ja. Da gab es noch keine. Hat man noch nicht im Baumarkt die Küchengeräte gekauft. Ja. Warum machst du das jetzt, Johann? Ja, damit es leicht fest wird. Okay. Abflimmen. Aber geschmacklich tut sich da jetzt nichts. Nee. Bisschen schon. Entschuldigung, der Hexer kommt nicht vorbei. Na ja. Er ist hängen geblieben. Und optisch tut sich natürlich auch einiges. Ne? So, schön aus. Das ist fertig. Ja, so. Wunderbar. Schau dir das mal an. Großartig. Sieht toll aus. Jetzt muss ich meinen Flaps räumen. Okay. Und jetzt bitte essen. Spargelkrapfen gefüllt mit Himbeersorbe und Baiser. Ein Wahnsinn. Ja. Toll. Danke. Das ist ein Spargel. Das ist diese Schmier von draußen. Das ist ein Spagat. Ja. Isst man das so? Ja, aber nicht, als Schiffer? Man nimmt das eigentlich in die Hand. Ja, das man nimmt den ganzen Teil runter so und isst es so. Wie in so ein Schiffchen. So sieht das aus. Mhm. Alfred. Mhm. Ganzes Schiffchen. Für die Kunde, gell? Ja. Mhm. Naja, das Problem, das wir haben, dass wir jetzt diesen Kalbsbraten noch essen müssen. Ja. Ja, tut mir leid. Lass man weg. Das schmeckt sensationell. Ne? Das man kann sich einen Geschmack kaputt machen. Ja. Also für zu Hause noch mal zum Mitschreiben. Nein, ne? Ich habe nicht an mich gedacht. Hast du an mich gedacht? Das ist eine der Kombinationen, die für mich sind. Nee, sieben. Ist Himbeer und Baiser. Sieben. Ne? Ich glaube, wir müssen nur noch mal für den norddeutschen Raum noch mal klar machen, es handelt sich um Spagat. Krapfen, gell? Nicht um Spargatkrapfen, Spagat. Schnur. Und der Spagat zwischen traditioneller österreichischer Müllspeisen und absolut High-End-Küche ist dir gelungen, Johann, würde ich sagen. Großartig, schmeckt ganz, ganz fein. Mit dem Süßen von dem Baiser, mit ein bisschen mit diesem Teig unten, ist einfach so perfekt. Aber ich muss sagen, dass die Kompliment an die Requisite, weil die Himbeeren sind so gigantisch toll. Das sind die besten Himbeeren, die ich dieses Jahr gegessen habe. Ne? Steffen? Deswegen ist es auch nochmal, das Sorbet nochmal so richtig fruchtig. So, wie hat das Dessert geschmeckt? Also Kompliment an die Requisite, die Himbeeren waren super. Ist schon klar, wie es gemeint war. Steffen. So, Frau Wiener, lassen wir mal die richtigen Köche ran. So, ja. Du siehst, Sarah, es hat sich nicht viel geändert. Ja, es ist alles wie immer. Das ist auch das Schöne. Da steckt eine unheimliche Kontinuität drin. Nein, das ist handwerklich einfach perfekt gemacht. Unbedingt, Das ist Handwerk. Das ist nicht irgendwas reingespritzt, sondern das ist Handwerk. Und das schmeckt. Das Himbeersorbe ist so wie die schöne, kalte Frische, dann der Baiser oben drauf. Tolles Dessert, keine Frage. Also, Andreas, hast du probiert? Ja, sehr, sehr toll. Ganz toll. Mensch, sehen die nur schön aus? Ist auch lecker. Ne? Nee, wirklich, also. So, Johann, dann würde ich sagen, wenn man deinen Lockenwick ja nicht hat und so schön macht, könnte man das ja auch eigentlich zu Hause auf dem Haus gebrauchen. Stäbchen? Ja. Auf dem Holzstab oder auf dem Metallrolle? Ja, klar, kann man auch. Ja. Okay, Johann, schau mal hier. Ich mache jetzt eine ganze Platte, okay? Ja, aber vorne erste Reihe, ne? Jawohl, mache ich jetzt. Die Herrschaften hatten vorhin diese Atemnot. Gut, mache ich jetzt eine ganze Platte. Bitte, das wäre super. Johann, vielen Dank. Das war mal wieder sehr kenntnisreich. Freu dich.
So. Fertig. So, also schon mal zusammengefasst. Lecker. Ausgängig, ne? Gut. Ausgängig, okay. Ja. Ich nicht, Sarah, ein bisschen abgefallen, aber... Ja. So, schwer halt, ne? Oder wir haben das wieder ausgeglichen, hier. Genau, so, ja. Jetzt also der Sonntagsbraten von Andreas C. Studer. Genau, gewidmet Lili. Moment, noch nicht klatschen. So, gewidmet seiner Mutter Millie, seiner Mutter, genau. Die offensichtlich gerne Whisky trinkt. Ja, aber sie war Köchin früher. Also hat jetzt nichts mit Whisky zu tun. Aber sie war Köchin, ja genau. Sie war Köchin und ich mache jetzt das mal so ein bisschen Millie-like. Die macht dann das so viel Ding dran? Nein, warte, das ist ja, meine Mutter macht das auch so. Das soll jetzt auch so werden. Ja, wir wollten das so ein bisschen nach Hause bauen. Und ich werde das am Muttertag, das weiß ich noch gar nicht, am Muttertag werde ich das bei meiner Mutter zu Hause kochen. So, was sehen wir hier? So, das sehen wir die schöne einreduzierte Soße. Und zwar habe ich da Folgendes gemacht, also von diesen Whisky eingelegten Backpflaumen mitpüriert, ein bisschen Fond, also ein bisschen Schü dazu gegeben und ganz wenig von, dem Apfelwein. Ja. So, das kommt jetzt hier dazu. Und jetzt gebe ich neben den Kartoffelbrei noch ein bisschen von diesem tollen Gemüse. Ich habe hier Kohlrabi, Fenchel, alles schön so grob geschnitten, wie vom Markt. Ne? Mhm. Schön mit Biss das Ganze. Ne? Gebe ich hier direkt oben drauf. Bisschen Kohlrabi auch. Also so jetzt ganz fein geschnitten ist das nicht, ne? Nee, soll auch nicht. Weil das kannst du direkt zum Braten dazugeben. Das finde ich das Coole daran. Kannst du hier mit ranlegen und dann gart das im eigenen Saft mit. Also der eigene Saft ist ja auch ein bisschen von dem tollen Apfelwein. Das ist wirklich richtig grob geschnitten, ne? Ist so wie dieser alte Witz von der Wursttheke, ne? Ja. Wo ist denn heute die grobe Fette? Ja, die ist nicht da, die hat Berufsschule. Ja. So. Aber es soll so sein, wie gesagt. Ja, alter Witz, ganz alter Witz. Ja. So, bitteschön. So, und jetzt, pass auf, lass uns doch unseren Küchenschlachtgewinner Fares einmal zu uns nach vorne bitten. Fares, willst du einmal zu uns kommen, bitte? Und dann würde ich sagen, gebührt dir die Ehre, Hänsler. Du hältst dich jetzt noch mal schön zurück. Sarah, bitte. Ja, ich schneide nur für ihn. Bitte. Ja. Muss ich überschneiden. Hau mal rein und sag mal, wie es dir schmeckt. Ist das kalt? Pflaume ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Wenn du mit der Backpflaume machst. Hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man Pflaume reinmacht, dass es dann auf keinen Fall zu trocken sein kann. Und man sieht, der ist schön auf dem Punkt, also noch leicht rosa innen. Hier vielleicht von der Soße noch dazu. Sehr gut. Das ist jetzt hier suggestiv, was ihr hier macht. Ja, ja. Das ist unzulässige Beeinflussung. Also ich sag da eins. Nee, du sagst erstmal nichts. Ach so. Das war erstmal bis. Erstmal, genau. Erstmal hören, was der Gewinner. Schwierig. Ja. Sehr lecker, man schmeckt auch diesen Whisky-Geschmack aus der Soße gut raus. Ja? Sehr lecker. Sag mal, diese Stimme, die du da hast, hat die dich auch eine Menge Nächte und eine Menge Whiskys gekostet? Oder? Die ist so normal. Ja, ehrlich? Ja. Das ist eine schöne Stimme. Humphrey Bogart hat das mal gesagt. Meine Stimme hat mich eine Menge Drinks gekostet. Ja. Tolle Stimme. Schmeckt es oder schmeckt es denn nicht? Sehr gut. Ich finde es interessant. Okay. Die Soße ist sehr lecker. Ja? Und das passt auch sehr gut. Die Soße ist ja lecker. Ja, sehr gut. Wirklich sehr lecker. Also du bist einverstanden, ja? Sehr gut. Dann machen wir was. Okay. Alfons? Ich würde sagen, das Püree ist ein bisschen schwach im Verhältnis zur Soße. Aber so da die Soße so ein Dampfer, die Soße könntest du auch als Aperitif trinken, dann bist du besoffen. Ja, so mag das meine Mutter halt. Weil du musst ja denken, du hast ja hier keine Lendig genommen, kein Filet, hat es bei 240 Grad reingeschoben, was gefährlich ist fürs Fleisch, weil es verspannt eher. Mhm. Aber es kommt noch ganz gut rüber, das muss man sagen. Gut, das Gemüse, das ist halt etwas für Vegetarier, aber sonst sind wir schon auf der guten Seite. Also Kompliment, dass du in der kurzen Zeit dich traust, sowas zu machen. Ja. Ja. Okay. Was man heute gesehen hat. Ich finde, es ist immer einfach, etwas zu machen, wo man weiß, man wird auf jeden Fall fertiger als einen Braten mit einer Soße, mit Gemüse und mit Kartoffelpüree. Das ist immer gefährlich. Deswegen umso toller, wenn du es machst. Ich finde nicht, dass das Kartoffelpüree laff ist, weil gerade weil die Soße so intensiv und würzig ist, finde ich, ist das so ein guter Soßenträger. Wir reden jetzt von einem Kartoffelpüree, wie das Kartoffelpüree schmecken sollte und nicht, dass eine Soße überwürzt ist und dass du einen Rausch hast, wenn du das schon hinschaust. Ja? Herr Schubeck, also wirklich. Johann. Also ich finde, es ist alles gesagt. Das ist einfach, das Problem ist die Zeit. Man kann so einen Braten schlecht in so einer kurzen Zeit machen.
Ansonsten, dass es sich so viel Arbeit macht. Ja, klar. Ich sage, dass es sich so viel Arbeit macht. Nee, ansonsten sehr gut gemacht. Ich muss sagen, Wahnsinn, ja. Deine Mutter kann stolz auf dich sein. Ja. Also, Steffen? Ja, also, ich finde den Braten gut. Das Püree ist mir persönlich auch zu lasch. Ja. Also beim Püree finde ich, da hätte mehr kommen können. Gemüse ist halt ein bisschen hart, aber die Soße lecker. Also wie findest du, was hätte mehr kommen können beim Kartoffelpüree? Das wollte ich gerade fragen, was hättest du da noch reingegeben in das Püree? Ich hätte es würziger gemacht einfach. Würziger womit? Chili rein oder? Na, du kannst natürlich ein bisschen was machen. Muskat hat er drin, ne? Muskat hast du drin. Muskat ist drin, klar. Also kurz du mal. Das ist ja Muttis Leibgericht. Ich stelle mir mal hier auf die andere Seite. So, pass auf. Komm zu uns, Abschlussrunde. Aber jetzt muss ich nochmal das Püree mitmachen. Mit der Soße. Also das muss man schon sagen, dass dir das Fleisch so gelungen ist. Kompliment. Verstehst du bei der Temperatur? Aber die Soße hat schon eine Fahne voll hier. Nee, doch. Das heißt das Aroma. Das sind Pflaumen, übertrieben. Ja, aber schön, man schmeckt den Whisky natürlich deutlich raus. Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, na, aber weißt du was? Don Promille also, und jetzt sag ich dir mal was. Jetzt dort rumzumeckern bei dem Gericht, das ist doch ein Schmarrn. Jetzt können wir sagen, außerdem der Kürbis und das Ding ist auch noch roh. Das ist so ein Schmarrn. Das hast du gut gemacht für deine Verhältnisse. Hallo. Für deine Verhältnisse. Johann, komm mal ran bitte. Komm her. So, ich möchte jetzt eine Zusammenfassung für mich heute sagen. Es ist manchmal ganz gut, wenn man ganz links draußen ist. Ja, ist es. Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, du warst gerade auf dem Weg, nett zu werden. Und dann hast du wieder gezeigt, nein, ich bin doch ich da. Ich wollte sagen, dass ich heute eine Spargelsuppe mit Morkeln kochen wollte und habe die Morkeln vergessen. Ja, auch nicht schlecht. Sehr gut. Guckst du mal. Fall mal gerade ein. Also, schön, dass du da warst. Steffen, vielen Dank. Ja. Wir haben heute nichtsdestotrotz toll gegessen. Danke, Alfons Schubeck, mit und ohne Morkeln bist du uns genauso lieb. Johann Lafer, herzlichen Dank. Sarah Wiener, schön, dass du da warst. Und Andreas C. Studer. Wir empfehlen Sie jetzt direkt mal weiter an die Kollegen von heute Nacht und sehen uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.